Der Kanzler hier hat's nicht so damit. Apropos Kanzler, wir hatten doch die Mission hier gestartet mit Kitomer. Ach, wir brauchen erst die Energie wieder. Okay. Willen wir es kurz reinhandeln? Weil wir können auch einfach 6 Monate warten. Jetzt haben wir Energieüberschuss. Woo! Nee, ich kann nicht warten, weil ich muss jetzt wieder Nahrung kaufen. Na. So, ich mach das. Nahrung. Kurz mal ein bisschen was einkaufen. Aber jetzt muss ich die Mission doch trotzdem schaffen, oder? Ach, das geht nur weiter, solange ich mehr wie 2000 habe. Ach, schau mal einer, guck. Ja, so muss man drauf achten. Okay, wenn es eine Vorgabe gibt, wie irgendwas muss größer sein als das, nicht am Ende, durchgängig, sonst geht es nicht voran. Weiß ich Bescheid. Ich habe noch Forschungsschiffe frei. Wie dich zum Beispiel. Wir hatten irgendwo doch diese Trümmerdinger noch, ne? Da. Spezialprojekt dort. Dann hatten wir noch ein anderes Forschungsschiff. Hier. Kann ich das auch im außerhalb machen? Ja, wir dürfen das auch bei den Romulanern mitten im eigenen System machen, weil die machen nie wieder die Schnauze auf. Da trauen die sich nie wieder. Und während wir darüber überlegen, übernehmen wir noch dieses System. Und das hier auch. Und dann läuft das doch wieder. Wir können doch einfach die Armee, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Zivilschiffe, ja, macht mal. Fast alle Stationen sind stärker als die Kronos-Raumwerft. Was ist denn hier schon wieder schiefgelaufen? Auf einmal keine Dinger hier bauen. Verteidigungsplattform. Wie viel Platz haben wir denn für Verteidigungsplattform? Ich baue einfach mal 4 Verteidigungsplattformen, weil Kronos kann ja die schwächste Station, kann ja nicht Kronos sein. Neue Tradition. Wir ziehen das hier weiter durch, dann kriegen wir unten den nächsten zweiten Aufstiegsvorteil. Das klingt nach einem Plan. Alle paar Jahre geht es hier mal weiter. Vielleicht schaffen wir das. Ich weiß gar nicht, kann man alle 4 schaffen? Bestimmt, wenn man es vernünftig spielt. Ne? Weil es hört ja, glaube ich, im Jahr 2446 ist Ende. Ich glaube, nach 100 Jahren wird beendet, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Vielleicht ich das fast übersehen. Kampfkünstler produzieren Legierungen. Die Lithium-Rekristallisierungsreaktor. Ach, 600, ach so, 300 Jahre haben wir. Ach, so 300, ja, na dann. Dann kriegt man das hin. Ich dachte, das wäre nur 100 Jahre. Ach, schau mal. Mehr Legierungen, mehr Mineralien. Ich nehme die Legierungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die schlaue ist. Das ist mein erster One. Da müssen wir ein bisschen experimentierfreudig sein. Jetzt kommen die Piraten schon. Moment. Flotte 1, 2 und... Ach komm, alle 3 Flotten. Ne, ihr kommt nicht zu uns. Ihr fliegt weiter zu den Romulanern anscheinend. Sonst hätten wir auch eine Meldung bekommen. Irgendwas was Unbekanntes nähert sich uns. Boah, wir müssen. Man muss wieder so einen Dauerhandel einstellen. Neuer monatlicher Handel. Wir wollen Nahrung haben und leider wollen wir tatsächlich 90 Nahrung haben. Das sind über 100, die wir dann jeden Monat verkaufen, wahrscheinlich, ne? Jetzt muss ich auch noch einzeln klicken. Ist viel schlimmer. Klick, 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 klick. Ich will einfach die 90 mal einstellen. Worauf kaufen? Kaufen, Dings.
Ich war mir nicht sicher, ob das kaufen war oder nicht. Und dann setzt es zurück. Sorry. Das ist jetzt kein Feld, wo man reinklicken kann, um was einzugeben. Deine Schönheitsfehler. So, hinzufügen. So. Was kostet uns das jetzt? Zu viel. 180 wird uns das, glaube ich, kosten. Fast das Doppelte. Ja, ungefähr. Das Shift-Klicks sind 100er und Steuerung-Klicks sind 10er. Danke! Fürs, dann weiß ich's. Steht das dabei? Das scheint ja zu blind gewesen, oder? Neuer monatlicher Handel? Über Mouse-Over oder sowas? Nein. Okay, steht nicht dabei. Es wurde einem bestimmt in irgendeinem Tooltip mal gesagt und ich habe es nicht mitbekommen. Kollisionspro auf Gemsa. Wo ist ein Gemsa jetzt schon wieder? Ich kenne mein eigenes Reich nicht. Da ist Gemsa. Also, das fliegt dahin. Also können wir jetzt... Ich sehe Gemsa jetzt nicht mehr. Da. Unsere Flotten fliegen jetzt dahin. Sind aber langsamer als die Piraten. Verdammt. Schneller. Scheiße, sind gleich so viel stärker. Die lassen uns gleich voll weg. Das sind nur 14 Schiffe. Wir sind zu langsam. Hier ist bestimmt nachher irgendwas noch für. 100 sogar minus jetzt, nur deswegen. Müssen wir hoffen, dass die Kolonie bald hier fertig ist. Die wird hier gerade rumkolonisiert. Das dauert noch, okay. Wartest du da auf uns? Feindliche Flotte in der Nähe, Alienschiffe. 2100. Sie fliegen jetzt hier durch auf Gemsa. Was ist denn das jetzt für einer? Das Gesicht sagt mir gerade nicht, was das für einer ist. Die greifen uns jetzt. Sie haben uns ja vorher nicht wirklich angegriffen, die Station, wenn ich mich nicht irre. Liegt das jetzt einfach nur daran, weil unsere Flotte jetzt kommt? Ist das für die jetzt der Grund, uns halt wirklich zu attackieren? Bisher sind die immer da mal durchgeflogen. So, jetzt sind unsere Flotten da. Ein paar drehen ab. Weiß nicht warum. Weil das eine Duras-Schwester ist. Die Duras-Schwestern sind jetzt nicht gerade die mutigsten gewesen, ne? Jetzt, wo die anderen fast besiegt gewonnen haben, kommen die dazu. Kales. Oh nein, der Klon des Kales. Da können wir jetzt nicht Nein sagen. Wir können jetzt ja nicht bei Kales Nein sagen. Kales, nö, wollen wir nicht. Doch, natürlich wollen wir Kales haben. Das geht nicht anders. Kales muss auch eine eigene Flotte kriegen. Forschungskomplex und geschützte Zielerfassung oder nochmal ein Salven. Ich weiß nicht, bei welcher Phaser hier wie stark ist. Und weiß ich mal, was man lieber nehmen sollte. Das ist jetzt hier, was macht der hier? Täglicher Durchschnittsschaden. 3, bla. Wir haben auch andere mit 3, bla. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das dann besser oder schlechter ist. Wir haben jetzt nicht genug Mineralien, dass ich sagen kann, wir machen aus Mineralien Forschung. Erreiche Genauigkeit des Durchschnittsschadens. So, können Sie also verbessern. Trefferchancen plus 5. Na gut. Kronos ist wieder ein lautloser Alarm ausgelöst worden, mit dem ich nie was anfangen kann. Die Flottenkampfstatistik sagt. Ja. Ja, könntest. Ja, steht sogar bei Nausikaner. Ich wollte gerade sagen, könntest mit Nausikaner vielleicht sogar recht haben, aber ja, es steht dran.
Das heißt, unsere drei Flotten gehen sich erstmal wieder reparieren. Dann gucken wir gleich mal, dass wir nochmal das eine Schiff, das wir verloren haben, kann auch einer mal nachbauen. Jetzt will ich gerade überlegen, eine neue Flotte aufzustellen. Wer ist Kalis denn jetzt? Hast du jetzt ein... Kalis ist kein Admiral. Kalis ist ein Admiral. Ja, da muss Sirella jetzt leider ihre Armee aufgeben. Das geht hier. Nein, das geht doch nicht. Wo ist unsere Armee? Da. Das können wir jetzt nicht. Das muss jetzt der Kalis-Klon werden. Da keine Wahl. So, und Gauron bekommt jetzt eine eigene Flotte. Ich weiß es noch nicht. Aber die bauen jetzt hier extra auf. Die haben keinen Bock mehr auf den Stress hier. Sternbasis ist abgeschlossen und der Gouverneur hat eine neue Stufe gekriegt. Das ist gut. Bauform abgeschlossen, heißt die Kolonie ist jetzt fertig. Ah ne, das war nicht die Kolonie, das war die Station hier, ne? Genau, die Station ist fertig. Das heißt, damit wird die Sammelreichweite. Warte mal, jetzt müssen wir nochmal gucken. Also, wenn wir jetzt dieses komische. Ich bin jetzt gerade, ich bleibe jetzt. Ah, guck mal, jetzt haben wir die Verbindung hier, ne? Tack, tack, tack. Gab es die vorher auch nach da? Bestimmt, ne? Das ist 185. Plötzlich mit einer der stärksten Handelszentren. Und muss ich dann jetzt, wenn wir jetzt den hier nehmen. Nehmen wir jetzt mal. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Hilfe! Hilfe! Ist alles noch da? Habe ich was kaputt gemacht? Nein. Ich will ja nichts kaputt machen. Das soll ja schon funktionieren. Ich wollte auf die Station. Und so eine Handelszentrale. Jede Gemeinde hat etwas zu bieten. Jede Ware hat einen Preis auf dem Markt. Erhöht die Sammelreichweite um 1. Also machen wir hieraus auch wieder ein Handelszentrum. Und das zusammen mit einem Ressourcensilo. Wo, warum auch immer. Ganz so weit sind wir ja noch nicht. Aber warum nicht? Und gönnen euch dann natürlich einfach nochmal 1, 2, 3, 4 Verteidigungsplattformen. So. Station wird gebaut. Dann haben wir das da fertig. So, beide sind gerade damit beschäftigt, die Beziehungen zur Föderation zu verbessern. Jetzt vielleicht neutral. Plus 168 und immer noch. 172 neutral. Freundlich. Warum sind wir bei freundlich noch keine Freunde? Friedensangebot. Die haben Frieden geschlossen. Wir hatten jetzt gewonnen. Wissen wir nicht. Noch 7 Monate. Und dann kommt es hier zum Bürgerkrieg? Weil wir dann Duras die Schuld geben? Ich muss das herausfinden. So lange machen wir jetzt noch. Ne? Normalerweise mache ich immer nur bis 11, aber das kann ich beim Star Trek-Spiel nicht. Und auf alle Fälle machen wir jetzt noch so... Nein, bei Sieg wollte ich jetzt nicht reingucken. Ich wollte bei dem Motionsprotokoll reingucken. Das warten wir ab. Ich will wissen, ob wir danach jetzt direkt einen Bürgerkrieg auslösen oder was auch immer. Ach, du bist fertig, ne? Dann solltest du vielleicht aus dem Romulaner-Gebiet wieder rausfliegen. Kannst ein paar andere Systeme erkunden. Was macht unser anderes Forschungsschiff? Das hat auch gerade nichts mehr zu tun. Das kann hier zu Ende forschen. Dann haben wir plötzlich einfach irgendwann mal mittendrin aufgehört. Wir haben Nahrung plus minus null auf einmal. Weil wie gesagt, hier raus müssten wir nachher einen, würde ich gerne Agrarplaneten, glaube ich, machen. Ja, 10 Landwirtschaftsdistrikte, das ist ja ein riesiges Ding hier.
Das müsste ja theoretisch nachher klappen können, dass wir noch einen richtig schönen, großen Landwirtschaftsplaneten hinkriegen. Kitomer hat gar keinen Auftrag gerade. Kitomer kann aber auch keine weiteren Distrikte bauen, hat aber einen Arbeitslosen. Wir könnten das hier hochsetzen, dann haben wir auch die Dienstleistung wieder, dann wird die Stabilität ein bisschen besser. Freuen sich dann unsere Romulaner hier drauf? Romulaner, ein Vulkanier, ein Boslik. Kein einziger Klingone auf Quito mehr, weil die alle niedergemetzelt haben, die Romulaner. Nur deswegen. Also wir sollten uns generell mal wieder um unsere Planeten kümmern, ne? Das sieht ja schrecklich aus mit den ganzen Arbeitslosen. Was machen wir denn hier? Ach, guck mal, hier können. Ach, der Schrein wird zum Kloster aufgebaut. Dafür brauchst du eine Sternenhauptwelt auf dem Planeten. Was ist denn jetzt eine Sternenhauptwelt? Wir könnten mal gucken, was macht man denn jetzt so auf einem. Wir haben Nahrungsmangel. Wie überall gibt es ja Nahrungsmangel. Aber können wir hier jetzt irgendwas Schönes bauen? Irgendwas, was uns hilft. So Forschung. Wir könnten hier ein Forschungslaborator mal bauen. Mal ein bisschen was für unsere Entwicklung tun. Ja, ne? So, auf unserer Agrarwelt bauen wir jetzt einfach nochmal ein Landwirtschaftsdistrikt. Hier bräuchten wir sogar zwei Jobs. Dafür brauchst du aber natürlich Wohnplatz. Ne? Das kriegen wir aber hier rüber. Gebäude verbessern. Das ist die Bürokratiewelt. Ne? Da müssen wir theoretisch wieder ein Verwaltungsbüro bauen noch. Ne? Direkt im Anschluss Verwaltungsbüro. Die Gießereiwelt braucht mehr Mineralien. Die Energiewelten haben nichts zu tun und Kitomer waren wir gerade drin. Okay. Alle Planeten sind jetzt hoffentlich wieder auf einem guten Weg. Optimismus und so. Warum habe ich was eingestellt? Haben wir wieder Nahrungsminus. Aber das dauert jetzt ein bisschen. Ein Monat noch, so. Und dann fällt uns Betor in den Rücken. Ich bin übrigens schwer enttäuscht, ne? Also jetzt müssen wir jetzt mal ganz ehrlich. Oh, warte. Erstmal müssen wir jetzt hier gucken. So. Nachdem 20 Jahre lang versucht wurde, die Ehre vom Mog wiederherzustellen, hat einer unserer Feldforscher die Wahrheit über die Hintergründe des Kitomer-Massakers aufgedeckt. Welch glückliche Führung hat Kalis uns beschert? Deswegen ist Kalis ja auch zu uns gekommen. Der Krieger kam in den Besitz einer romulanischen Aufzeichnung zum Massaker, deren Echtheit bestätigt wurde. Die geheimen Einträge beschreiben, wie Jaroth aus dem Hause Duras die Codes der Verteidigungsschilde des Planeten aus freien Stücken an das romulanische Militär weitergab. Sowohl Mok als auch Jaroth gehören zu den Tausenden von Siedlern, die während des Massakers getötet wurden, wodurch es für die Romulaner sehr einfach war, von der Beteiligung des Hauses des Duras abzulenken und dem Haus des Mok die Schuld zu geben. Diese Vorfälle haben nichts mit ehrenhafter Kriegsführung zu tun. Wir dulden keine Überfälle, keinen Verrat und keine Illoyalität. So, jetzt ist es im Echten, also im Echten, in der Serie ja so gewesen, dass Worf gesagt hatte, halt, ich muss was auswählen. Es lief einfach weiter, wenn ich was erzählen wollte, jetzt ist das weg, weil ein Timeout. Och, ist das Kacke, was ist denn jetzt gewählt worden? Ich wollte doch was erzählen. Ich wollte doch was erzählen dazu. Ich wollte doch umnörden. Weil also eigentlich in der Serie hat ja Worf gesagt, okay, entehrt mich, weil sonst halt der Rat zusammengebrochen werde, Bürgerkrieg, bla bla bla. Hauptsache meinem Bruder Korn passiert da nichts. Ne? Deswegen ein paar, zwei, drei Jahre später kam es dann ja doch dazu, dass Gauron gerne Kanzler werden sollte und dann kam ja der Sohn von Duras an. So sagen wir, nee, warte mal, wie war es so? Worf hat Duras umgebracht, als das aufgefallen ist. Das ist aber verschleiert worden. Das Haus von Mok hat trotzdem die Schuld bekommen für Kitomer. Und irgendwann ein paar Jahre später hat Worf das dann doch doof gefunden.
sein Bruder Korn, da wusste keiner von, dass der überhaupt zum Haus von Mok gehört und sein Bruder war. Das kam dann halt auch erst im Krieg mit den Durak-Schwestern raus. Und jetzt hatten wir, glaube ich, die Wahl, entweder zu sagen, Duras entehren oder halt sozusagen das Imperium schützen. Und wir haben uns für, weiß ich nicht, entschieden. Das hat der Timeout für uns erledigt, was sich mich gerade voll aufregt. Weil mich das jetzt gerade, also das nervt mich jetzt gerade. Kann man das nicht, das werde ich nicht rausfinden, was jetzt da ausgewählt wurde. Gibt es einen Log über sowas? Wahrscheinlich nicht. Doch, warte mal. Unter Missionsprotokoll gibt es auch erledigte Missionen? Nein. Na toll. Das nervt mich jetzt. Das nervt mich gerade wirklich, weil ich gerade wissen wollte, was passiert ist und wie es weitergeht. Haben wir Duras entehrt? Wenn ja, ist Vitor ist noch da? Also anscheinend nicht. Bricht jetzt ein Bürgerkrieg aus? Wendet sich jetzt die Flotte von Betor gegen uns? Nee, ne? Ich hätte es cool gefunden, aber es scheint nicht so zu sein. Aber vielleicht haben wir die auch nicht entehrt, sondern wir haben das alles unter den Teppich gekehrt. Ein Erstkontakt. Ja, machen wir einen Erstkontakt auf. Einen haben wir ja noch. Hier, so. Hier ist noch irgendwas offen. Achso, das hat sie jetzt wahrscheinlich gerade erforscht. Sie. Okay. Neue Zivilisation, Alienschiffe. Das sind die, mit denen wir sprechen? Die sind bei uns. Die sind zu uns gekommen, mit uns zu sprechen. Wie sieht dein Schiff aus? Wie sehen die alle gleich aus? Der Schiffstyp sagt mir nichts, aber ich muss sagen, viele Schiffe sehen auch anders aus, wie sie in den Serien ausgesehen haben. Es ist meistens eine Ähnlichkeit da, aber darauf verlasse ich mich jetzt gerade nicht. Oder das zieht mich jetzt gerade ein bisschen runter. Apropos runter, das hilft uns auch nicht. Vor allem ist es immer noch, ich finde es immer noch eine Frechheit zu sagen, dass wir total freundlich sind und dass keine neutrale, also keine positive Beziehung zu den Menschen ist. Oder zur Föderation. Das ist ja eine Vulkania. Auch wenn da Human steht. Aber die hat spitze Ohren. Vorurteile. Nein. Ach, ist auch egal. Wir nehmen das jetzt so hin. Ich vermute mal, wir haben Duras entehrt. Wissenschaftler hat eine neue Fähigkeit erlangt. Wir nehmen das zur Kenntnis. Und ich glaube, dann würde ich jetzt um 11:45 doch mit dem Stream schon aufhören, weil es, wie gesagt, ist normalerweise mache ich nicht ganz so lange, aber das Spiel, das fesselt mich einfach. Kann nicht anders, aber jetzt gerade, ich glaube, das ist ein Moment, weil ich jetzt gerade, wo ich nicht mitbekommen habe, was da passiert ist, ist das Zeitpunkt zum Aufhören. Ich muss mal gucken, ob ich jemanden finde, der vielleicht noch Star Trek spielt, wo ich euch hinraiden kann. Ne? Also euch gerne nochmal weiterschicken für die vom Raid noch da geblieben sind. Ich würde mich übrigens freuen, wenn ihr mir folgen würdet, wenn euch mein Stream gefallen hat. Muss man ja ein bisschen Eigenwerbung mal kurz machen. Ich komme aber wahrscheinlich erst wieder irgendwann am Wochenende zum Stream. Entweder abends oder spätestens am Sonntag. Wenn es nicht nachts davor ist. Weil ich habe morgen einen Termin. Freitag, Samstag habe ich Schachturnier. Bis abends. Das wird nichts. Und ob ich am Donnerstag zum Stream komme, weiß ich nicht. Ist bei mir manchmal ein bisschen wegen Familie, Job und so immer ein bisschen abwechslungsreich. Ich versuche meine drei Streamtage aus dem Zeitplaner einzuhalten. Aber immer klappt es leider nicht. Vielleicht morgen, wenn alles gut läuft. Versprechen kann ich es leider nicht, wie so oft, als wegen Familie und so weiter. So, ist auch egal. So, finde ich jetzt einen, der hier noch Star Trek spielt, wo ich euch hinschicken kann. Das wäre nämlich voll cool. Weil ich es ja auch immer ganz schön finde, wenn ich einen Raid kriege, gerade wenn ich wie jetzt gerade so einen schönen großen Raid gekriegt habe, wäre es ja voll schade, wenn ich den nicht weiterschicken kann.
Gibt es irgendeinen deutschsprachigen? Nein, deutschsprachig gibt es. Es gibt keinen deutschsprachigen Star Trek-Spieler gerade. Das finde ich jetzt schade. Das heißt, ich schicke euch dann leider doch nicht weiter, weil ich gerade nicht wüsste, zu wem. Das tut mir leid. Ich wünsche euch jedenfalls einen wunderschönen Abend. Ne? Morgen einen schönen Tag oder ne, wie auch immer. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.